Herzlich willkommen zu Meppenmark Ehrenamt, heute mit einem Rückblick auf unseren Tag des Ehrenamtes 2019. Wir sind ja ein ehrenamtlich geführter Verein, der eine hauptamtliche Gruppe von Fachleuten führt, die sich um Kinderrechte und um den Kinderschutz kümmern. Das war eine Lücke, die man hier im Landkreis vor 25 Jahren gesehen hat. Deswegen ist der Kinderschutzbund auch von dem Arbeitskreis für sexuellen Missbrauch mit ins Leben gerufen worden. Unterstützt seit 25 Jahren, großer Dank vom Landkreis Emsland und der Stadt Meppen. Und dann werden wir auch noch jedes Jahr unterstützt vom Land Niedersachsen. Ja, unser Hauptanliegen ist, Hilfe zu geben bei Gewalt. Und zwar ist unsere Zielgruppe sind die Kinder und Jugendlichen und Familien. Und jedes Jahr werden in Deutschland Kinder gequält. Das geschieht nicht in der Öffentlichkeit, sondern leider ist das die dunkle Seite von Familien, von Organisationen. Und wir sind die Lobby der Kinder, kümmern uns um Kinderrecht und um Kinderschutz. Unsere Handlungsgrundlage ist die Kinderrechtskonvention von 1989, aber die Kinderrechte stehen im Grundgesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz und immer mehr in weiteren Kinderschutzgesetzen. Wichtig ist uns nochmal zu betonen, dass unsere Vorstandsarbeit ehrenamtlich ist, aber auch die Hilfe unserer Beratungsstelle ist niederschwellig, kostenfrei und vertraulich. Das heißt, jeder, der zu uns kommt, muss nicht befürchten, dass das an die große Glocke gehängt wird. Und wir sind auf jeden Fall auf den Seiten der Kinder. Sportverein Technik existiert seit 1957, das heißt, wir sind im Moment im 62. Jahr und zurzeit haben wir mehr als 700 Mitglieder bei uns im Verein. Als Hauptsparte bieten wir an den Fußball. Wir haben eine Tennisanlage bei uns auf dem Sportgelände, eine Nordic Walking Gruppe ist einmal pro Woche aktiv und Riesenzuwachs haben wir momentan im Bereich Mutter-Kind-Touren. Ist eine ganz spannende Sache, wenn man sieht, wie die jüngsten Sportlerinnen und Sportler schon für den SV Technik Gas geben. Gerade die Geselligkeit im Verein wird sehr groß geschrieben, gerade auch beim SV Technik, das können andere Vereine sicherlich aber auch, dass man mit Alt und Jung dabei zusammenspielt und behindert, nicht behindert. Wir haben zum Beispiel alle zwei Jahre ein Inklusionsturnier bei uns, mit Zusammenarbeit mit dem St. Vitus Werk und das ist immer eine runde Sache da. Wir haben eine Menge Mannschaften derzeit am Start. Alleine in der Spielgemeinschaft, die wir mit dem SV Meppen und den Sportfreunden in Schwefingen haben, haben wir derzeit von der A bis C Junioren 11 Mannschaften gemeldet und bei uns eigene Mannschaften 6 von der D bis zu den Minikickern. Sportfreunde und allen Beteiligten, herzlichen Dank für die geleistete Arbeit bisher. Weiterhin viel Freude und Spaß beim Sportverein Technik. Der Heimatverein ist vor 24 Jahren gegründet worden, im Jahre 1995.
und hatte damals noch kein Heimathaus und hatte ca. 20 Gründungsmitglieder. Und ein Bestreben des Heimatvereins damals war, möglichst schnell ein Heimathaus zu errichten. Und insofern hatte man Glück, es gab ein ehemaliges Heuerhaus in Tecklingen bei der Familie Kemper, was unter Denkmalschutz steht. Und es konnte vom Fersener Heimatverein erworben werden, sodass das Heuerhaus dort abgebrochen wurde und mit Hilfe von mehreren Firmen hier wieder aufgebaut wurde im Jahre 2001. Und in der Nachfolgezeit wurde dann auch die Mitgliederzahl der Heimatvereinsmitglieder rasant gesteigert, von 21 auf heute 417 Mitglieder. Das Heimathaus wurde von Anfang an sehr gut aufgenommen und mit großem Engagement viele Heimatvereinsmitglieder unterstützt. Und in der Folgezeit wurden weitere zwei Häuser erbaut, mit tatkräftiger Unterstützung auch örtlicher Baufirmen und natürlich der Mitglieder des Heimatvereins. Der Heimatverein hier in Fersen bietet eine Vielzahl von Aktivitäten an. 417 Mitglieder wollen ja auch bedient werden. Dort haben wir hier einmal die Hausgruppe, die dieses wunderschöne Haus immer wieder herrichtet für verschiedenste Veranstaltungen, für jeden etwas anbietet, immer mit Kaffee und Kuchen. Dann haben wir die grüne Truppe. Sie sehen, rundherum ist das Haus immer wieder in Schuss und in Ordnung gebracht werden. Das sind 30, 40 Leute, die sich einmal im Monat treffen und hier alles fertig machen. Alljährlich erscheint ein Kalender. Die Kalender AG kümmert sich um den Kalender des Heimatvereins mit alten, aber natürlich auch mit neuen Bildern. Aktivitäten Ende August eines jeden Jahres ist das Mühlenfest. Gemeinsam mit dem Schützenverein veranstalten wir hier zwei Jahre im Wechsel mit Fullen, mit denen wir auch sehr gut zusammenarbeiten, einen Weihnachtsmarkt. Mutter-Kind-Gruppen sind hier. Derzeit ca. 50 Frauen mit kleinen Kindern machen hier einen Nachmittag allwöchentlich. Kommt sehr, sehr gut an. So können wir auch gleich den jungen Nachwuchs an unseren Heimatverein heranführen. Seniorengruppen, die tagen hier sehr regelmäßig, haben auch Turngruppen schon installiert in der Zwischenzeit. Dann ein Sommerfest, wieder gemeinsam mit dem Schützenverein. Abends am Lagerfeuer gibt es ein gemütliches Beisammensein mit Gesang. Gesang ist auch ein Thema hier. Wir haben hier die Klampfenwichter, eine Gruppe des Heimatvereins, die ganz tolle Musik macht und hier die Musik präsentiert, vor vielen Mitgliedern, aber auch auswärtigen Personen. Es ist immer eine ganz, ganz tolle Veranstaltung. Eine Naturlehrfahrt. Wenn Sie hier zum Ferser Paradies gehen, können Sie Schilder sehen. Das hat der Heimatverein errichtet, vor 10 Jahren etwa. Gemeinsam mit dem Schützenverein wurde der Bürgerpark mit dem Glockenturm vor einigen Jahren erstellt. Dann haben wir noch Theatergruppen. Die Theatergruppe probt hier regelmäßig und führt dann auch die Theaterstücke hier vor. Jetzt gerade vor wenigen Wochen das Lichterfest war begeistert. Erstmalig aber ein toller Event mit ganz vielen Besuchern. Neben dem Heimathaus gibt es als weiteres Gebäude auch noch das Backhaus, das der Heimatverein Fersen betreibt. Dort werden hauptsächlich bei besonderen Anlässen Blechkuchen gebacken, Rosinenbrote und auch normale Mischbrote. Spanferkel, Schweinshaxen sind auch schon probiert worden, erfolgreich. Der Kindergarten hat hier auch schon gebacken. Die Kinder konnten ihre eigenen Brötchen formen und auch in den Backofen schieben. Und die hatten sehr viel Spaß dran. Dann haben wir noch ein weiteres Gebäude, das ist die Werkstähe. Das ist eine Mehrgenerationenwerkstatt. Hier gibt es verschiedene Gruppen, die künstlerisch arbeiten, Frauengruppen, unter anderem auch eine Keramikgruppe. Der Heimatverein hat auch einen Kooperationsvertrag mit der Grundschule Fersen. Die Kinder der Grundschule Fersen basteln auch hier unter Anleitung mit den entsprechenden Geräten, die hier vorhanden sind. Und auch mit dem Kindergarten wird hier gebastelt. Die Kinder, die den Kindergarten verlassen und zur Grundschule eingeschult werden, kommen jedes Jahr hierhin und basteln auch unter Anleitung verschiedene Dinge. Also es läuft hier ganz vieles.
Aber all das geht nur mit ehrenamtlicher Arbeit. Ja.